willkommen zu den Disneyland Paris News vom 29. Juni 2023. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen News-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, wann das letzte News-Video war. So viele Neuigkeiten, das sage ich aber immer, gab es auch gar nicht. Und jetzt auch keine akuten, die man jetzt sofort in die Welt rausposaunen möchte. Eine Neuigkeit, die ist schon relativ interessant und groß, aber die habt ihr wahrscheinlich schon bei Daniel gehört oder auf Instagram 80.000 Mal. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich darüber auch in diesem News-Video sprechen. Und ich würde sagen, wir starten. Und bevor wir starten, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt oder meinen Kanal neu entdeckt habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf die Glocke drückt. Dann verpasst ihr keins der zukünftigen Videos. Ich kann euch schon mal verraten, es kommen sehr, sehr viele Videos in den nächsten Wochen. Es stehen noch sehr, sehr spannende Sachen an. Und ja, würde mich über ein Abo freuen. Wir sind ja kurz vor, also kurz, dauert noch ein bisschen, aber ich knack bald irgendwann die 8.000 und 8.000 Abonnenten. Ich freue mich über jeden neuen, wenn die Zahl steigt. Und vielen Dank auch für alle Liker da draußen. Also wenn ihr mein Video liked, vielen, vielen Dank dafür. Aber jetzt starten wir. Ja, kommen wir zur ersten Neuigkeit und zur größten, würde ich sagen, von meiner Liste. Und zwar der neuen Pixar-Show Together in den Walt Disney Studios. Sie startet am 15. Juli. Wie gesagt, das habt ihr wahrscheinlich schon bei Daniel gesehen. Oder auf diversen Kanälen, auf Social Media Kanälen, auf diversen Plattformen schon gehört. Ja, in den Walt Disney Studios die neue Pixar Show Together. Und ich freue mich drauf. Was Disneyland Paris kann, sind Shows. Wir wissen es mit The Lion King, Dreamin' Shine Brighter, Mickey and the Magician. Und jetzt eine neue Pixar-Show. Ich freue mich wahnsinnig. Die Bilder blende ich euch jetzt hier mal gerne ein, die uns von Inside Ears zur Verfügung gestellt wurden. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, weil wir sind ja nächstes Wochenende da, also am 8. und 9. Juli. Und ich hoffe immer noch, kleine Hoffnung habe ich, dass es ein Soft-Opening irgendwie am 9. Juli gibt, weil der Daniel ist, und nicht nur der Daniel, sondern auch noch andere Blogger, sind am 8. Juli bei der Pressevorstellung von Together. Ich bin ein bisschen neidisch, wäre auch gern da gewesen, aber wir sind am 8. mit Brina ja in der Stadt Paris bei Friendship of Wonder. Dieses, keine Ahnung, wie man das beschreibt, dieses Disney 100 Insta-Museum, würde ich es mal kurz beschreiben. Und ja, Daniel ist aber da, also er wird auf jeden Fall berichten. Es wird ein YouTube-Video natürlich darüber geben, also schaut bei ihm dann vorbei. Wahrscheinlich am 9. Juli, schätze ich mal. Und ich bin sehr gespannt auf erste Hand-Informationen. Und ich würde sagen, ich interviewe ihn dann mal am 9. Juli in meinem Vlog. Dann kann er uns auch mal in meinem Video berichten, wie er denn die Show fand. Und wie gesagt, ich hoffe noch auf den 9. Juli, aber ab 15. Juli dann offizieller Start. Ich werde dann aber nicht erst im August wieder im Park sein. Naja, irgendwann werde ich sie schon sehen. Noch ein paar Informationen zur Show. Sie wird 5-mal pro Tag laufen. Und am Anfang, also zum Start, wird es keine Platzreservierungen geben für 15 Euro, so wie es jetzt bei Mickey the Magician ist. Oder bei The Lion King Show, da könnt ihr euch ja reservierte Plätze kaufen. Wird es am Anfang jetzt bei der Show nicht geben. Aber generell, das kommt dann immer, weil Leute sehen in der App immer diese 15 Euro und fragen, sind die Shows nicht gratis? Doch, sie sind gratis, aber wenn ihr auf jeden Fall einen Platz wollt, für die und für die Uhrzeit, gute Plätze, dann könnt ihr euch diese 15 Euro Plätze reservieren und kaufen. Aber für den Start von Together wird es diese Sitzplätze nicht geben. Ob es irgendwann Mastercard-Tickets geben wird, keine Ahnung, da lassen wir uns dann mal überraschen. Und die Show macht, es gibt jetzt schon eine Pause für die Show. Und zwar vom 6. November bis Dezember. Im Dezember gibt es ja dann noch kein Datum. Also wenn ihr plant, während der Christmas Season in den Park zu gehen oder die Parks zu besuchen, dann stellt euch darauf ein, dass Together nicht laufen wird. Also auf jeden Fall den ganzen November. Ich schätze auch mal bis Weihnachten, bis zur Christmas Season wahrscheinlich. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Aber ich freue mich sehr drauf. Endlich eine neue Show, ein bisschen frischer Wind.
Und ja, nächste Woche geht's für Dali los und dann übernächste Woche, also in 2 Wochen, dann für alle zugänglich. Pixar Together, die neue Show in Walt Disney Studios. Neuigkeit Nummer 2 ist jetzt nicht weltbewegend, aber vielleicht gibt es ja einige Fans unter euch. Jim Shaw Fans, also ihr kennt diese Figuren von Jim Shaw, von dieser Marke. Und der Designer wird selbst, ich nenne ihn mal Designer, wird ins Disneyland Paris kommen und wird eine Autogrammstunde geben. Ja, ja. Und zwar am 7. Oktober. Am Samstag, den 7. Oktober. Also wenn ihr zufällig im Park seid oder unbedingt hin möchtet, weil ihr so große Jim Shaw Fans seid, dann ist der 7. Oktober euer Tag. Schreibt euch in den Kalender. Ich werde nicht da sein, weil ich fahre jetzt nicht extra für eine Autogrammstunde hin. Und ich bin auch das Wochenende davor schon da. Das kann ich immer spoilern. Aber war klar, wenn der 30. Geburtstag endet und die Halloween-Season startet, dann bin ich natürlich am Start. Zur letzten Dream and Shine Brighter Show muss ich da sein. Ja, das war Neuigkeit Nummer 2. Einfach wollte ich jetzt hier auch mal kurz erwähnt haben. Neuigkeit Nummer 3 ist ein bisschen wieder ein bisschen ausführlicher. Und zwar, es gibt Neuigkeiten zum Disney Village Update, also zur Disney Village Renovierung. Da blende ich euch dann immer auch Bilder ein, die wir bekommen haben. Und ja, es gibt, ihr wisst ja, Rosalie, also der Café Mickey, wird schon renoviert. Da habe ich auch im Moni Zeig mal Video gezeigt, wie es da aktuell aussieht. Also wenn euch das interessiert, schaut mal im Moni Zeig mal Video vorbei. Und Rosalie, die Brasserie, eröffnet ja Ende 2023. Aber das war es natürlich nicht. Phasenweise wird jetzt immer wieder was im Disney Village umgebaut und erneuert. Und Anfang 2024, für 2 Jahre, werden alle Shops und Fassaden vom Disney Store bis zum Disney Fashion Junior Shop modifiziert und erneuert. Und das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt. Und die erste Phase beginnt nach der Eröffnung von Rosalie Anfang 2024 bis Herbst 2024. Disney Fashion Junior und die Disney Galerie werden modifiziert, renoviert, die Fassade wird erneuert, es wird größere Fenster geben und es wird auch neue Konzepte geben für diese Shops. Aber ich vermute, Disney Fashion bleibt Disney Fashion, weil hier steht Fashion und Lifestyle, Home Decor, ich vermute dann auch die Disney Galerie und Art und Collectibles, dann wahrscheinlich Art und Collectibles in der Disney Galerie. Disney Fashion Junior wird dann zu diesem Home Decor vielleicht und Disney Fashion bleibt Disney Fashion mit Lifestyle und Fashion. Ja, ich bin sehr gespannt. Die Bilder, die Artworks sehen schon mal vielversprechend aus. Und ja, wird auf jeden Fall ein großes Projekt, was in den nächsten 2 Jahren da so hingebaut wird. Wir können gespannt. Fakt Nummer 4, und jetzt muss ich mein Handy zücken, es wird neues Merchandise geben. Das habe ich tatsächlich bei der Pixar-Show tatsächlich ganz vergessen zu erwähnen. Das wollte ich eigentlich mit der Pixar-Show erwähnen. Habe ich ja vergessen. Es wird auch natürlich neues Pixar-Merchandise geben für World of Pixar. Und das zeige ich euch dann jetzt. Eigentlich wollte ich es eben erwähnen, aber es passt jetzt auch dazu. Und dann fangen wir doch damit an. Es wird World of Pixar Merchandise geben, unter anderem einen neuen Spirit Jersey. Mal gucken, ob direkt zum Start der Show. Also den Spirit Jersey möchte ich mir unbedingt holen. Der sieht mega schön aus. Und andere Sachen wurden auch noch bekannt gegeben von Pixar. Ich blende euch jetzt die jeweiligen Bilder ein. Wie gesagt, der Spirit Jersey, dann wird es ein T-Shirt geben, einen Hoodie, ein T-Shirt und ein anderes T-Shirt. Und dann wird es noch einen, ich vermute, es ist ein Loungefly, einen Loungefly geben, eine Cap, also eine Base Cap, eine Tasse, noch eine Tasse und eine Trinkflasche. Ich weiß nicht, ob es noch Ohren geben wird, das wurde jetzt hier nicht gezeigt, aber ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Es gibt kein Datum zu keinem der neuen Merchandise-Sachen, die ich euch jetzt zeige, gibt es ein Datum. Also es ist alles nur so, hey, es kommt irgendwann mal, freut euch drauf. Wann? Keine Ahnung. Wie teuer? Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, es gibt neues Pixar-Merch. Dann wird es auch Attraktions-Merchandise geben. Fangen wir doch einfach an mit Tower of Terror. Sehr cool, muss ich sagen. Es wird zu jeder Attraktion passende Ohren geben. Dann gibt es hier einen Pullover, ein T-Shirt, eine Trinkflasche, einen Kuli, eine Bomberjacke, ich glaube ein Pin
und eine Uhr, die man sich aufstellen kann. Also sieht echt vielversprechend aus. Wie gesagt, ich zeige euch die Sachen jetzt immer im Bildschirm. Dann wird es Phantom Manor Merchandise geben. Da freut sich der Daniel auf jeden Fall. Und ja, es wird natürlich auch wieder Ohren geben. Es wird, ich vermute, ne, es sind Schlüsselanhänger, ein T-Shirt, Tee, sieht aus wie diese Teeboxen, einen Notizblock mit Kugelschreiber, eine Wand, ich glaube, es ist so eine Wanddeko, wie auch am Eingang von Phantom Manor mit dem Phantom Manor Zeichen. Also das sieht cool aus. Und dieses Bild, was auch in der Attraktion ist, das so sich ändert, so blitzt und ja, wo man das Phantom sieht. Sieht auch schon echt cool aus. Also ich glaube, da wird Daniel wieder ein bisschen Geld ausgeben. Dann wird es It's a Small World Merchandise geben. Und da auf die Kollektion freue ich mich extrem. Ich hoffe, dass das alles noch dieses Jahr kommt, weil das ist so eine perfekte Sommerkollektion von It's a Small World. Allein die Ohren, also die Ohren liebe ich auf jeden Fall. Das T-Shirt ist wunderschön. Es wird einen Trinkbecher geben. Dann, ich weiß nicht, was diese Box ist. Ein Puzzle. Eine Armbanduhr. Ein Notizblock mit Kugelschreiber, ein Schlüsselanhänger und das war's. Dann wird es auch eine Pirates of the Caribbean Kollektion geben. Wie natürlich wieder Ohren, die sehen auch cool aus. Einen Hoodie, einen Kugelschreiber, ein T-Shirt, eine Tasse. Keine Ahnung, was das ist da unten links. Eine Dose und noch ein weiteres T-Shirt. Ich vermute, es ist immer ein Frauen-T-Shirt. Also das jetzt bei Pirates ist ein Frauen-T-Shirt und ein Männer-T-Shirt, aber... Das ist ja auch immer Unisex, das kann ja auch jeder tragen. Dann noch Big Thunder Mountain. Ich glaube, das ist auch die letzte Kollektion. Ja, das ist die letzte Kollektion. Big Thunder Mountain, auch viele Fans von Big Thunder Mountain. Es wird eine Riesentasse geben. Da sieht man, da kann man ja fast eine Suppe drin kochen. Ein T-Shirt, ein goldenen Stein hinter Glas. Ich vermute, es ist Plastik. Ein Hemd, eine Jeansjacke. Ich glaube, es ist ein Hemd. Natürlich die Ohren, die auch richtig cool aussehen. Eine Cappy, wieder ein Puzzle und einen Schlüsselanhänger. Also auf die Attraktions-Merchandise-Sachen bin ich sehr gespannt und freue mich extrem drauf, wann die kommen. Dann gibt es noch, bleiben wir bei neuem Merchandise, es wird noch neue Schlüssel geben, die erwähne ich auch kurz. Bin jetzt nicht so into Schlüssel, aber die muss man sich reservieren über die Liberty-App. Es wird einen Autopia-Schlüssel geben. Und einen Pinocchio-Attraktionsschlüssel. Das sind die zwei neuen Schlüssel. Und es wird auch neue Manschettenknöpfe geben. Einmal von diesem Disney... Ist es das Euro-Disney-Zeichen? Auf jeden Fall das D mit dem Schloss drauf in Gold. Und Web-Adventure-Spider-Bots-Manschettenknöpfe. Das waren die Neuigkeiten zum neuen Merchandise. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, auf welches Merchandise ihr euch am meisten freut. Also ich freue mich am meisten auf den Spirit Jersey von Pixar und auf die It's a Small World Ohren mit dem T-Shirt. Aber würde mich gerne, eure Meinung würde mich auch gerne unten in die Kommentare interessieren. Fakt Nummer 5 für alle Nicht-Europäer. Ich möchte es jetzt mal kurz in den Raum werfen. Ich habe es selbst noch nicht getestet. Könnte ich tatsächlich machen, weil ich in der Schweiz wohne. Also für alle, die in der Schweiz wohnen oder außerhalb von Europa, gibt es jetzt die App Skip Tags. Und zwar könnt ihr da über die App eure Steuern, also die Mehrwertsteuer, zurückholen lassen. Könnte ich jetzt mal testen, weil ich ja in der Schweiz wohne. Und ihr müsst dann nur zur City Hall oder zum Disney Fashion, um euch das halt bestätigen zu lassen. Und gilt natürlich auch für UK, also England. Und ja, achso, und noch, es gilt über 100 Euro. Also euer Einkauf muss über 100 Euro sein, euer insgesamter Einkauf. Das ist bei mir schnell erreicht. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Muss ich mir noch runterladen, die App. Und dann in einem Vlog oder vielleicht sogar in einem separaten Video, mal gucken, dann für euch berichten. Aber es macht halt für Deutsch und Europäer halt nicht so viel Sinn. Nur für die Schweizer, für meine Schweizer Zuschauer macht das dann Sinn. Und kommen wir zur letzten Neuigkeit und muss ich sagen, echt ein weiter Schritt nach vorne. Neuigkeit Nummer 6, der Parkplatz oder das Bezahlen des Parkplatzes ist jetzt teilweise automatisiert. Das heißt,
Man muss nicht mehr, also wie es bisher war, man fährt mit dem Auto hin, dann sitzt sein lieber Carsten immer in seinem Häuschen, dann zeigt man entweder seine Jahreskarte vor oder man bezahlt mit der Karte oder Bargeld geht auch und dann fährt man weiter. Jetzt ist es so, dass es rechts an der Seite wohl, ich habe bisher nur Stories gesehen, wir werden es natürlich auch nächste Woche dann testen, rechts an der Seite gibt es Automaten und da kann man direkt dranfahren, seine Karte hinhalten, also seine EC-Karte und dann direkt weiterfahren. Richtig praktisch, so ähnlich würde ich jetzt sagen wie bei der Maut. Und auch für Jahreskarten, also Jahreskarten habe ich gesehen, kann man auch einfach dran halten, da kommt man auch durch. Und für Infinity-Jahreskarten halt, jetzt fragt ihr euch, wo kommt ihr denn, weil als Infinity-Jahreskarten halt habt ihr mal einen Code bekommen von dem lieben Carsten, wenn man den ihr dann eintippt bei der Schranke. Für diejenigen, da haltet ihr auch an der Schranke einfach wieder die Jahreskarte dran und dann geht die Schranke auf. Mega gut, weil es gab immer jetzt so ein extra Zettelchen, wo dann der PIN drauf geschrieben wurde, dann wieder Papierverschwendung und Zeitverschwendung. Also finde ich super, dass sie das endlich mal eingeführt haben, finde ich richtig gut und das ist nochmal ein richtiger Schritt Richtung Digitalisierung. Und wie gesagt, wird nächste Woche auf jeden Fall ausprobiert und getestet und gefilmt für euch. Ja, und das waren die Neuigkeiten bis zum, jetzt müssen wir nochmal aufs Datum gucken, 29. Juni 2023. Wie gesagt, das sind nicht die Mega-Neuigkeiten und die meisten habt ihr wahrscheinlich gehört, aber ich wollte es trotzdem, wie gesagt, der Vollständigkeit halber einmal alles hier erwähnt haben. Was steht in den nächsten Wochen denn noch so an? Ja, am Samstag geht's nach Rolantica mal wieder, das dritte Mal dieses Jahr. Vorher war ich irgendwie nie in Rolantica, jetzt direkt mal dreimal dieses Jahr. Und zwar bin ich eingeladen vom lieben Stefan, dem Freizeitpark-Traveler, zu seinem Club-Event. Und da freue ich mich sehr, ist mein erstes Club-Event beim Stefan. Bei letzten hatte ich leider keine Zeit, da wäre ich auch gerne hingekommen. Aber diesmal hat es geklappt und ich freue mich drauf. Also lieber Stefan, ich bin sehr gespannt. Natürlich wird es darüber auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal geben nächste Woche. Er hat nur angesagt, es wird ganz, ganz viele Überraschungen für uns geben. Also freut euch mit mir. Ich bin sehr gespannt. Darauf, das Wochenende habe ich es auch schon eben erwähnt, geht es wieder nach Paris. Und zwar am Samstag bin ich mit Brina unterwegs in der Stadt. Da gehen wir zu Friendship of Wonder, wir gehen lecker essen in irgendein fancy Restaurant, was Brina sich ausgesucht hat. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ins Dior Café gehen und auf jeden Fall zum Eiffelturm. Und ja, wir haben ja letztes Jahr schon gemerkt, irgendwie wollen wir öfter mal in die Stadt Paris fahren und das machen wir am 8. Und am 9. sind wir dann mit Sven und Daniel nochmal einmal im Park, bevor es dann wieder nachmittags für mich mit dem TGV nach Hause geht. Also die nächsten Male habe ich immer TGV gebucht. Da war es dann relativ günstig. Ja, darauf das Wochenende, dann ist der Europapark dran. Europapark Summer Nights am Samstag. Da sind wir dann alle zusammen. Brina, Daniel, Sven, Daria, Sinan, ich. Also Riesentruppe ist da unterwegs am 15. im Europapark. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von euch da draußen. Also wenn ihr da seid und uns seht und uns ansprechen möchtet, dann tut dies. Wir sind immer offen für einen kleinen Plausch mit euch. Am 16. werden wir dann noch Yulby machen, Yulby Pro, das Miniatur-Wunderland. Da bin ich auch sehr gespannt, wir haben ja schon die erste Version gemacht, das hat so viel Spaß gemacht, das ist einfach crazy. Das war am 16. und davor wahrscheinlich irgendwie lecker frühstücken und einfach in den Europa-Park-Hotels chillen. Genau. Und dann ist der Juli auch fast vorbei, nein, gut, fast. Zwei Wochenende haben wir noch. Das eine Wochenende dann nach Europa-Park ist wieder Beziehungszeit, also ich verbringe ein Wochenende mit meinem Freund und darauf das Wochenende kommt Daria zu mir in die Schweiz, also wir fahren zusammen aus Deutschland in die Schweiz und wir verbringen das Wochenende zusammen und ich zeige ihr ein bisschen die Stadt Zürich, wir werden auf einem Berg fahren, ich habe da schon so einen kleinen Plan im Kopf, also das wird auf jeden Fall cool, denn ich habe auch langes Wochenende, weil am 1. August ist hier Feiertag, Nationalfeiertag und ich habe mir den Montag freigenommen. Daria bleibt bis Montag und dann ist am Dienstag noch Feiertag und keine Ahnung, ob ich was mit meinem Freund mache oder ob ich irgendwo hinfahre alleine. Das sehe ich, dann ist ja unter der Woche, da kann jetzt nicht irgendwie jemand mitkommen. Aber das entscheidet sich dann. Ja, und dann ist der Juli auch schon vorbei. Und ich muss sagen, im August ist noch gar nicht so viel geplant. Es wird sich wahrscheinlich im Juli ändern. Es ist bei mir gar nicht so typisch, dass ich nicht so viel geplant habe. Aber ab August ist es noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Luft. Aber wir haben jetzt Urlaub gebucht diese Woche mit meinem Freund. Wo es hingeht, verrate ich euch nächste Woche im Q&A. Ja, ich werde nächste Woche ein Q&A aufnehmen. Da werde ich am Freitag
in die Fragebox auf Instagram reinpacken und da könnt ihr mir eure Fragen stellen und dann im Q&A verrate ich dann auch, wo es für uns in den Urlaub geht. Ich kann schon mal so viel verraten, ich werde auf jeden Fall auch einen Park besuchen. Was für ein Park, das seht ihr dann nächste Woche im Q&A. Keiner muss ja jetzt nicht alles verraten hier. Genau, also wir haben diese Woche Urlaub gebucht, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, was so im August und sonst so passiert, erfahrt ihr in den nächsten Videos oder auf Instagram. Also wenn ihr auf Instagram nicht folgt, dann folgt mir da gerne auch. Dort halte ich euch immer up to date. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.